Tagesordnungspunkt 3 und rufe auf Tagesordnungspunkt 4. Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 8114. NRW 4.0 mit Leben füllen, jetzt einen Wettbewerb für eine erste Orientierungshilfe per App für Flüchtlinge in NRW ausschreiben. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Piratenfraktion Herrn Kollegen Herrmann das Wort. Bitte, Herr Kollege. Das habe ich schon ein bisschen bereitgestellt. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Bürgerinnen und Bürger im Saal und im Stream. Frau Ministerpräsidentin Kraft war am Montag auf der CeBIT. Die Zeitungen titelten: Kraft mahnt Mut zum Digitalen an. In der Bild-Zeitung habe ich gelesen: Kraft geht ab. Und dass Nordrhein-Westfalen voller Internetpioniere sei, sagt Frau Kraft ja auch immer wieder. Das finden wir auch. Und deshalb möchten wir mit unserem Antrag eine Anregung geben, wie die Kreativität der Entwickler in unserem Land für eine für viele Menschen sehr nützliche Anwendung eingesetzt werden kann. Nennen wir sie für den Moment Flüchtlingshilfe-App. Die Idee kommt zunächst aus den Flüchtlingsgebieten in der Türkei und im Libanon. Dort werden Hunderttausende Flüchtlinge versorgt und untergebracht. Die Informationsvermittlung an diese vielen Menschen erfolgt dort schon lange über Apps. Viele Kommunen in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen bieten ihren Bürgerinnen und Bürgern auch Apps an. So erhalten diese Zugang zu Informationen, Beteiligungsformen und vieles mehr, und zwar auf schnellem, bequemem und einfachem Weg. Frau Ministerin Schäfer hat selbst gerade die App Ehrensache NRW vorgestellt. Und wir wollen gerne dieses Potenzial, diese Möglichkeiten einer App für Menschen eröffnen, die derzeit dringend Hilfe brauchen, auch wenn sie noch so klein erscheint. Flüchtlinge, die vor kurzem nach hier gekommen sind und dann weiter im Land und in den Kommunen verteilt werden, geraten zurzeit allzu oft in Sammel- und Notunterkünfte, in denen niemand Zeit hat, eine erste Orientierungshilfe zu geben. Und viele Flüchtlinge haben immer die gleichen Fragen. Wo bin ich? Wie funktioniert das Verfahren? Was mache ich, wenn ich krank bin? Wo bekomme ich was zum Anziehen? Wo kann ich Guthaben für Telefonkarten kaufen? Und so weiter und so fort. Die Fragen bilden die Struktur der App. Sie können und brauchen nur einmal in viele Sprachen übersetzt werden. Die Antworten sind in jeder einzelnen Unterkunft in Teilen anders. Aber diese Antworten könnte jede Unterkunft tagesaktuell in eine Eingabemaske eintragen, und so stehen sie automatisch für alle Nutzer der App zur Verfügung. Und wenn man es ein bisschen schlau anstellt, dann muss man die Antworten noch nicht mal einzeln übersetzen. Eine Raumnummer oder die Adresse eines Arztes funktioniert universell. Aber ich will hier gar keine Vorgaben machen, denn unser Antrag will ja nicht die App gestalten, sondern nur die Idee zu einem Wettbewerb liefern. Die Entwickler in Nordrhein-Westfalen können sich sicherlich noch viel mehr einfallen lassen. Und wenn jetzt jemand sagt, Geflüchtete haben doch gar nichts und erst recht keine Smartphones, dem muss man sagen, dass er schlecht informiert ist. Nicht nur, dass es meist nur die Bessergestellten sind, die sich eine Flucht aus Afrika oder den Kriegsgebieten im Nahen Osten überhaupt leisten können, und zu Hause haben sie meistens Smartphones. Auch ist ein Smartphone heute für viele Geflüchtete sehr wichtig, weil es der einzige Kontakt ist zu Verwandten zu Hause oder zu anderen Familienmitgliedern auf der Flucht. Und leider werden immer noch viele Familien auf der Flucht getrennt. Natürlich soll mit der App kein bestehendes oder noch fehlendes, aber notwendiges Beratungsangebot ersetzt werden. Weder die persönliche Verfahrensberatung noch die soziale Betreuung ist damit ersetzbar. Aber es wäre eine erste Orientierung für die vielen Menschen, die mit einer neuen Umgebung zurechtkommen müssen, und auch für die vielen Helfer vor Ort, die etwas entlastet würden, die immer gleichen Fragen beantworten zu müssen. Mit diesem Antrag nehmen wir Sie, liebe Landesregierung, beim Wort. In Ihrer Open-NRW-Strategie und auch in Ihrem Koalitionsvertrag kündigen Sie an, Wettbewerbe für Apps auszuschreiben. Apps sind nützliche Helfer, und wir finden, gerade Neuankömmlinge in den Städten und Gemeinden könnten sehr von einer in App gebündelten Information profitieren. Und wenn dann auch noch die Flüchtlingsunterbringung im ganzen Land mit einem Internetzugang als Standard ausgerüstet wären, dann wäre vielen Menschen mit einer kleinen Geste sehr geholfen. Unser Antrag an Sie, verehrte Landesregierung, ist daher: Starten Sie einen Wettbewerb, lassen Sie die Ideen in Nordrhein-Westfalen sprudeln, schaffen Sie mit dem Ergebnis einen echten Mehrwert und eine wichtige Hilfe für viele Menschen hier im Land. Wir freuen uns auf Ihre Zustimmung. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Stotko das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der hier vorliegende Antrag der Piraten beschäftigt sich mit einer Unterstützungsleistung für Flüchtlinge im Wege einer App. Wer, wenn nicht der Wittener Landtagsabgeordnete, könnte dazu reden, da durch Piraten ausdrücklich in ihrem Antrag die Bemühungen und die App meiner Heimatstadt Witten loben. Und auch wenn es mir daher leicht fällt, dieses Lob zu unterstützen, fällt es mir leider sehr schwer, dem Antrag mehr Positives abzugewinnen als nur das erteilte Lob. Die Piraten und der Kollege Herrmann, das haben Sie jetzt gerade anders gemacht als in Ihrem Antrag, haben nämlich nicht getrennt, ob diese App die Flüchtlinge erreichen soll, die sich in den Erstaufnahmen in den Landeseinrichtungen befinden oder diejenigen erreichen soll, die schon in den Kommunen sind. Jetzt haben Sie gerade so ein bisschen was gesagt zum Thema Landeseinrichtungen und haben die Kommunen ganz weggelassen. Genau erklärt sich mir das nicht. Aber wenn wir überlegen, eine landesweite App für den ersten Adressatenkreis, also für diejenigen, die sich in Landeseinrichtungen befinden, scheint uns, meiner Fraktion, das nicht sonderlich sinnvoll zu sein. Denn sie soll ja dieses qualitativ hochwertige Angebot ergänzen, welches vor Ort bereits vorhanden ist. Es ist ja gerade so, dass in der Landeseinrichtung, in jeder Landeseinrichtung, in jeder Erstaufnahmeeinrichtung, egal wo es ist, findet Flüchtlingsberatung durch Menschen vor Ort statt. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, so sehr auch ich ein affiner Freund zu Technik, Internet und Apps bin, muss ich Ihnen sagen, wenn ich als Flüchtling gegangen wäre aus meiner Heimat, mit oder ohne meine Familie, wäre mir das Wichtigste, dass ich da vor Ort, wo ich jetzt ankomme, persönliche Ansprechpartner finde, die sich um mich kümmern und mir nicht gesagt wird, auch wenn Sie übrigens wissen wollen, wo Sie Kleidung herbekommen, wir haben hier eine App, die können Sie dann mal aufrufen. Denn die Gefahr besteht ja immer. Das ist nämlich gerade das ersetzt, das persönliche Gespräch. Und deshalb finden wir zumindest nach unserer Auffassung, in diesen ersten Wochen sind Flüchtlingsberatung, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, aber auch die öffentlichen Stellen die besseren Ansprechpartner. Soweit man aber die App selber lobt für kommunale Verbindung vor Ort, dann ist es ja gerade diese Verbindung zu kommunalen Einrichtungen. Wer sich die App meiner Stadt anguckt und auch andere wird feststellen, das ist aber ganz unterschiedlich. Das ist unterschiedlich von Großstadt zu Kreisangehöriger mittelgroßer Stadt, dann wiederum zu einer Kleinstadt oder einer Kleinstadt im ländlichen Raum. Die Angebote sind so unterschiedlich, dass sie mit einer App gar nicht erfasst werden können. Und dann frage ich mich, wie wollen wir denn jetzt bitte als Land vorgeben, wie eine solche App aussehen soll, damit Kommunen das dann jeweils vor Ort befüllen mit Informationen? Haben Sie gerade über Arztadressen gesprochen, das erklärt sich mir genauso wenig. Irgendjemand muss ja diesen Inhalt dann da reinstecken und der ist eben von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Und zu Recht, wie ich finde, betonen die Kommunen auch ihr Selbstverwaltungsrecht. Denn die einen wollen vielleicht viel mehr, als unsere App geben würde. Die anderen wollen eine höhere Qualität. Wir haben da großes Vertrauen in unsere Kommunen, dass sie das ordentlich machen. Letztlich, weil Sie es angesprochen haben, Open Government Strategie, das, was wir hier vorhaben. Da finde ich auch gerade da passt eine Hilfe-App für Flüchtlinge nicht. Denn bei dem, was da ausgelobt werden soll, nämlich ein Wettbewerb der kreativen Ideen in Nordrhein-Westfalen für wegweisende Apps des Landes NRW, wenn wir da sagen, und jetzt macht ihr bitte mal eine für Flüchtlinge in Kommunen, schränkt das die Möglichkeiten sehr ein. Deshalb werden wir Ihren Antrag als zu kurz und in die falsche Richtung gesprungen ablehnen, auch wenn es übrigens in meiner Heimatstadt eine sehr fortschrittliche und angenommene App ist. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Stotko. Für die CDU-Fraktion erteile ich Frau Kollegin Bühler das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegen der Piratenfraktion, ich glaube, niemand kann Ihnen, wird Ihnen hier den Vorwurf machen, dass Ihnen das Thema Flüchtlinge nicht am Herzen liegt. Das bringen Sie in verschiedenen Anträgen, in kleinen Fragen und in den Beiträgen, in den Ausschüssen auch immer wieder zu Wort. Ich glaube Ihnen auch, dass Ihnen das wirklich eine Herzensangelegenheit ist und dass Sie das ebenso wie viele andere hier im Landtag auch als eines der wichtigsten und zentralsten Herausforderungen für die Landesregierung sehen. Allerdings muss ich Ihnen sagen, auch wenn ich die grundsätzliche Idee, so eine App einzuführen in den Kommunen, gar nicht verkehrt finde, dass ich diesen Antrag im Moment fehl am Platz finde, weil wir in Nordrhein-Westfalen, in unseren Kommunen, denke ich, doch andere Herausforderungen bei der Unterbringung von Flüchtlingen haben, als
so eine App zu schaffen oder die Kommunen andere Probleme und Herausforderungen haben, als so eine App zu installieren. Und ich gebe Herrn Stotko auch insofern recht, dass Sie schreiben zwar ganz explizit in Ihrem Eintrag, dass eine dieser App soll nichts ersetzen, soll ein zusätzliches Angebot sein. Aber in dem Sinne gebe ich Herrn Stotko recht, wenn er sagt, Sie wissen, wie es läuft. Wenn Sie das haben, dann wird es für viele nicht als zusätzliche Maßnahme, sondern als Ersatz verstanden werden. Und die Gefahr besteht einfach nach wie vor. Der wichtigste Satz in Ihrem Antrag ist eigentlich der letzte. Viele Flüchtlinge kommen traumatisiert in NRW an und werden in vielen Fällen per Zufallsprinzip an die Städte überwiesen. Völlig orientierungslos landen sie dann allzu oft in den überbelegten Sammelunterkünften, wo niemand genug Zeit hat, ihnen ein paar einfache Wege und Anlaufstellen zu zeigen. Ich glaube, das ist der Punkt und darauf müssen wir uns konzentrieren. Wie können wir gemeinsam hier die Kommunen dabei unterstützen, Flüchtlinge besser unterzubringen, humanitärer unterzubringen, ihnen viele Angebote, auch integrationspolitische Angebote zu bieten. Und vor allem, was kann die Landesregierung alles besser machen? Ich glaube, dass die Liste auf diese Frage oder die Antworten auf diese Frage ist lang. Sie sagten, Herr Minister Jäger, gestern, wir machen hier das alles zusammen. Die Flüchtlingspolitik in Nordrhein-Westfalen gestalten wir seit dem Flüchtlingsgipfel gemeinsam. Es gibt jetzt auch eine weitere Einladung für ein weiteres Treffen. Ich muss Ihnen an dieser Stelle sagen, wir, und dann, da spreche ich für meine CDU-Fraktion, für die größte Oppositionsfraktion hier im Landtag, lassen uns da von Ihnen nicht vereinnahmen. Wir möchten nicht dafür verantwortlich gemacht werden, für Ihre schlechte Flüchtlingspolitik hier in unserem Land. Und wenn wir Ihnen als Opposition, die das Zugeständnis gemacht haben, dass wir diesen Prozess konstruktiv begleiten, dann heißt das nicht, dass wir für Ihre Fehler hier gerade stehen. Ich glaube, das muss an dieser Stelle ganz deutlich betont werden. Und auch wenn wir an dem nächsten Flüchtlingsgipfel teilnehmen, bedeutet das auch nicht, dass wir alles, was die Landesregierung macht, mittragen. Und die Liste Ihrer Fehler, auch in letzter Zeit, ist weiterhin lang. Wir möchten, das hat auch gestern Herr Cooper an dieser Stelle gefordert, was die Verweildauer betrifft, dass die Landesregierung die Flüchtlinge nicht innerhalb weniger Tage an die Kommunen verweist, dass viele Flüchtlinge, vor allem bei denjenigen, bei denen überhaupt nicht feststeht, ob sie bleiben dürfen oder nicht, dass sie weiter erst mal länger in den zentralen Aufnahmestellen des Landes bleiben. Wir möchten auch in Bezug auf die Finanzmittel, dass die Landesregierung auch hier ihrer Verantwortung gerecht wird. Das tut sie bei weitem nicht. Stichwort Bundesmittel. Frau Abgeordnete, entschuldigen Sie die Unterbrechung. Würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Herrmann, der auf dem Platz von Herrn Lammler sitzt, zulassen? Sehr gerne. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich teile ja in großen Stücken Ihre Kritik an der Flüchtlingspolitik der Landesregierung. Trotzdem würde ich Sie gerne fragen, da es gerade um den von uns eingebrachten Antrag geht, was diese Aussagen jetzt mit der Stellungnahme zu unserem Antrag zu tun haben. Herr Herrmann, ich bitte Sie um Verzeihung. Es ist akustisch so schlecht, ich habe die Hälfte Ihrer Frage nicht verstanden. Wirklich nicht. So, unter diesen Umständen probieren wir das nochmal. Wenn Sie sich nochmal eindrücken. So. Und jetzt gehen Sie bitte etwas näher ans Mikrofon. Dann versuche es mal nicht aufzuessen. Ah, okay. Jetzt höre ich selber ein bisschen mehr. Alles klar. Ich hatte gerade ausgeführt, dass ich in großen Teilen Ihre Kritik an der Flüchtlingspolitik der Landesregierung teile. Ich hatte trotzdem gerne die Frage, dass es gerade um unseren Antrag geht, wie Sie den Bezug zu dem, was wir mit der Flüchtlings-App bzw. mit dem Wettbewerb hier erreichen wollen, wie Sie den herstellen. Also nochmal, meine Antwort habe ich Ihnen eigentlich gegeben auf Ihre Frage ganz konkret, dass ich sage, es ist eine gute Idee, aber im Moment nicht das dringlichste Problem. Und ich würde hier gerne auch in Bezug auf Ihren Antrag auf die dringlichsten Probleme in Bezug auf Flüchtlingsunterbringung eingehen wollen. Und nochmal, das ist weder diese App noch ein Wettbewerb. Eines der dringlichsten Probleme hingegen, Herr Herrmann, ist nochmal, dass die Landesregierung ihrer Verantwortung, auch was die Finanzmittel betrifft, gerecht werden muss. Wir sind das Bundesland, das die Kommunen am allerwenigsten bei der Bereitstellung von Finanzmitteln unterstützt in Bezug auf
Flüchtlingsarbeit. Und ich möchte hier alleine für Köln eine Rechnung geben. Das wird Herrn Ott, den Oberbürgermeisterkandidaten der SPD, sicherlich interessieren. Würde die Landesregierung alle Bundesmittel an die Kommunen weiterleiten, würde das alleine für Köln 3 Millionen Euro mehr betreffen. Und da an dieser Stelle ein Appell an Sie, Herr Ott, dass Sie sich auch hier im Landtag für die Interessen Ihrer Stadt einsetzen und in Köln nicht nur erzählen, dass Sie das im Landtag tun würden. Wir haben uns diesen Antrag genau angeschaut. Nochmal, es hat viele gute Ideen und Ansätze, aber ich finde einfach, das ist im Moment nicht unser dringlichstes Problem. Deshalb werden wir diesen Antrag heute ablehnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Bühler. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen erteile ich Herrn Kollegen Bolte das Wort. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde jetzt tatsächlich auch versuchen, Kollege Herrmann, mich im Wesentlichen mit dem Inhalt Ihres Antrags auseinanderzusetzen und mich da noch ein bisschen von der Vorrednerin absetzen. Ich finde das Grundanliegen Ihres Antrags sehr spannend. Das will ich direkt vorweg sagen, sowohl ganz klar aus flüchtlingspolitischer Hinsicht wie auch aus netzpolitischer Perspektive. Die Digitalisierung lässt uns alle zusammenwachsen. Sie ermöglicht globale Kommunikation. Und dieses Versprechen der Demokratisierung der Kommunikation gilt natürlich auch für die Menschen, die auf der Flucht vor Verfolgung und Not zu uns hier nach Nordrhein-Westfalen kommen. Sie haben gebe ich Ihnen recht, in vielen Fällen verfügen Sie über ein internetfähiges Smartphone. Damit können Sie Kontakt halten zu Ihren Angehörigen einerseits, aber auch zu den Menschen, die Ihnen wichtig sind. Sie können sich untereinander vernetzen und Sie können auch, das ist ja Ihr Anliegen, sich mit denjenigen vernetzen, die Ihnen helfen wollen und die Angebote vor Ort machen wollen, um diese Menschen zu unterstützen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die technische Voraussetzung für den Erfolg einer solchen Service-App ist nicht allein das Smartphone, sondern auch der Zugang zum Internet in einer ganzen Reihe von Kommunen. Ich finde, dass an dieser Stelle durchaus erwähnenswert ist, man inzwischen dazu übergegangen, über Unterbringungseinrichtungen für Flüchtlinge über Freifunk mit drahtlosem Internet zu versorgen. Das ist eine gute, eine wichtige zivilgesellschaftliche Initiative, um mehr Menschen, eben in diesem Fall Flüchtlingen, die sich in Einrichtungen des Landes befinden, die digitale Teilhabe zu ermöglichen. Da unterstützen wir die Freifunkbewegung gerne. Und das ist aus meiner Sicht ein guter und wichtiger Schritt, dass wir derzeit interfraktionell an einem entsprechenden Antrag arbeiten. Nun aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es ja so, Oppositionsvorschläge, das ist Ihr vornehmes Recht, müssen sich nicht dem Realitätscheck stellen. Das vereinfacht für Sie die Arbeit massiv. Für uns als regierungstragende Fraktion ist es dann schon so, dass wir dann sehr genau hingucken müssen, was geht von diesen Vorschlägen und was geht nicht. Es ist schon bei Herrn Stotko angeklungen, dass es vor allen Dingen kleinräumlich organisiert, auch auf kommunaler Ebene insbesondere sinnvoll ist, sich über derartige Initiativen, wie Sie das hier vorgeschlagen haben, Gedanken zu machen. Ich kann mir im Augenblick tatsächlich nicht vorstellen, dass es geht für ganz Nordrhein-Westfalen, eine App mit dem ganzen Angebot, was Sie in Ihrem Antrag vorgeschlagen haben, zu machen, dass da der Aufwand wahrscheinlich doch sehr, sehr hoch ist, dass es auch schwierig sein kann, kommunale Spezifikationen einzubauen, die es braucht, damit das funktioniert. Und im Übrigen gilt natürlich, dass auch das persönliche Gespräch, für den Hinweis bin ich dem Kollegen Stotko sehr, sehr dankbar, das persönliche Beratungsgespräch, das direkte Angebot vor Ort sicherlich immer noch die erste Priorität genießen sollte. Nichtsdestotrotz finde ich, dass wir Ihre Vorschläge auch durchaus aufnehmen sollten für die Diskussion, Herr Kollege Herrmann.
Die Gesundheitsministerin Barbara Steffens machte mich gerade noch mal aufmerksam auf das Projekt Lola NRW, die Beratungs-App für Sexarbeiterinnen, die an vielen Stellen auch damit mit ähnlichen Schwierigkeiten konfrontiert sind, dass sie eben keine Zugänge direkt zu Beratungsangeboten haben. Vielleicht ist es sinnvoll, wenn es eine solche Infrastruktur durch eine solche App gibt, darüber nachzudenken, kann man die nicht weiterentwickeln. Ich finde, das wäre jetzt ein konstruktiver Ausfluss aus dieser Debatte, wenn wir da gemeinsam weiterkommen könnten. An der Stelle ist aber doch Ihr Antrag, so wie ich das im Moment sehe, zu weitgehend und in der Form nicht unbedingt zustimmungsfähig. Aber ich glaube, es macht Sinn, darüber weiter zu diskutieren, wie kann man mit diesem Thema umgehen. Letzter Punkt, auf den ich gerne noch eingehen möchte, weil Sie auch in Ihrem Antrag ja die Verknüpfung zu Open NRW gezogen haben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil ich an der Stelle wieder einmal sagen kann, versprochen gehalten. Wir haben hier vor knapp 2 Monaten über das Datenportal debattiert. Es ist seit dieser Woche online. Offene Daten ermöglichen eben nicht nur Innovation, ermöglichen nicht nur einen Weg für Start-ups, für innovative Marktteilnehmer, sondern sie ermöglichen eben auch zivilgesellschaftliches Engagement. Das wird durch offene Daten ermöglicht. Und auch an dieser Stelle möchte ich da noch mal dafür werben, sich mit diesem Thema noch mal ganz stark auseinanderzusetzen und der großen Innovationskraft, die da auch drin steckt. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Dr. Stammt das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde, dass die App für Flüchtlinge zunächst mal eine gute Idee ist. Das Modell in Witten, das ist ja etwas, was Sie aufgegriffen haben, das ist erfolgreich, aber es ist eben vor allem auch erfolgreich, weil es auf die Initiative vor Ort aufbaut. Und Ihr Ansatz ist ja nun, diese App landesweit zu zentralisieren. Und wir sehen hier die große Gefahr, dass örtliche Initiativen hier eher ausgebremst werden. Und ich denke, es wäre der viel sinnvollere Ansatz, zu gucken, wie man die gute Initiative aus Witten auch für anderen Kommunen vorstellt, wie man sie am besten bewerben kann. Und darüber sind wir gerne bereit, uns zu unterhalten. Was aber von Ihnen hier wieder nicht kommt, ist die Beratung im Fachausschuss, sondern Sie wollen hier eine direkte Abstimmung. Und damit ist das auch wieder erkennbar, ein typischer Showantrag der Piraten. Und deswegen stimmen wir hier und heute auch mit Nein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Stamm. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Open NRW-Strategie hat ein Ziel, Daten und Informationen über eine zentrale Plattform systematisch bereitzustellen. Übrigens proaktiv, ohne Antrag, das Ganze auch noch kostenfrei. Und die im Rahmen dieser Strategie angekündigten App-Wettbewerbe für Entwickler sollen Bestandteil genau dieser Öffentlichkeitsarbeit von Open NRW sein. Das hatten Sie bereits angemerkt, Herr Herrmann. Aber wir haben nicht die Absicht, diese Wettbewerbe zu eng gefassten Themen zu machen. Wir wollen vielmehr eine breite Auswahl haben. Wir wollen die Kreativität, was mögliche Themen angeht, was Inhalte angeht, und das Engagement der Entwicklerinnen und Entwickler nicht unnötig einschränken. Deshalb fällt eine App, wie Sie die Piraten fordern, unabhängig vom möglichen Nutzen, auf den ich gleich noch zu sprechen kommen will, nicht unter die Open NRW-Strategie. Ich will gar nicht bezweifeln, dass auf kommunaler Ebene ganz sicher es gute Projekte gibt. Der Kollege Stotko, aber Sie auch in Ihrem Antrag, haben darauf hingewiesen, dass es bereits in ersten Kommunen solche Angebote gibt, die auch erfolgreich zu sein scheinen. Ob es tatsächlich einer staatlichen App bedarf und ob sie Sinn macht, nämlich ein Angebot für alle Menschen in den Landeseinrichtungen, 42 an der Zahl, über das ganze Land verteilt, das ist zumindest schwierig, sowohl technisch umzusetzen als auch dann inhaltlich darzustellen. Man muss sich mal vergewissern, um was für Menschen handelt es sich. Es sind die, die gerade nach Deutschland gekommen sind, gerade nach Nordrhein-Westfalen gekommen sind. Sie brauchen vor allem in den ersten Tagen eine persönliche Beratung. Die muss intensiv sein, um insbesondere über das Asylverfahren zu informieren, aufzuklären.
Ganz häufig gibt es ganz elementare Bedürfnisse, sei es Familienzusammenführung, sei es auch, wie Herr Stotko es bereits angemerkt hat, wie komme ich in den nächsten Tagen an Kleidung und ähnliche Dinge. Deshalb ein bloßer Verweis auf eine App kann dabei nicht funktionieren. Aber ich glaube, Herr Herrmann, so ist Ihr Antrag auch nicht gemeint. Deshalb kann eine solche App ein Beratungsangebot, wie wir sie in allen Flüchtlingseinrichtungen vorhalten wollen, maximal ergänzen. Über die technischen Möglichkeiten, das sage ich Ihnen zu, muss man sich unterhalten, das werden wir prüfen. Wir werden schauen müssen, ob das auch inhaltlich umsetzbar ist. Wir haben Menschen aus 90 Ländern der Welt mit einer Vielzahl von Sprachen. Das berücksichtigen wir im Übrigen auch bei dem Informationsmaterial, das wir den Flüchtlingen zur Verfügung stellen, in 25 verschiedenen Sprachen. Aber wichtig ist mir, wir wollen eine persönliche Beratung vor Ort in jeder Landeseinrichtung haben, weil das das dringlichste Anliegen dieser Menschen ist. Deshalb dem einfach jetzt zuzustimmen, glaube ich, das ist nicht zielführend, ist nicht zweckmäßig. Das werden wir prüfen, gar keine Frage. Und als letztes an meine Vorvorrednerin gerichtet, liebe Frau Güler, ich habe so den Eindruck, wenn es bei der CDU um Flüchtlingspolitik geht, wenn es darum geht, die Erfolge zu verkaufen, dann stehen Sie immer gern mit im Blitzlicht. Aber wenn es darum geht, Herausforderungen zu meistern, dann machen Sie sich vom Acker. Ich hoffe, das wirft ein ganz schlechtes Licht auf Ihre Flüchtlingspolitik, Frau Güler. Und ich hoffe, es ist nur eine Einzelmeinung Ihrer Fraktion ist. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Für die Piratenfraktion hat sich noch einmal Herr Kollege Herrmann zu Wort gemeldet. Sie wissen, dass Sie noch 32 Sekunden haben, Herr Kollege. Ja, ich versuche es auch ganz kurz zu machen, weil ich finde es immer wieder faszinierend, welche Gründe alle angeführt werden, um Anträge von Piraten abzulehnen. Ich hoffe, jemand macht sich mal die Arbeit, das hier auszuführen und zu analysieren. Die FDP wünscht sich sicherlich 396 Ausschreibungen für jede Kommune. Das stärkt den Mittelstand, das ist wunderbar. Die App für Flüchtlinge ist zu kleinteilig für das Projekt Open NRW. Also weiß man nicht, wie man es recht machen kann. Lassen Sie die Fragen durch den Wettbewerb beantworten, den wir initiieren wollen, den Sie initiieren sollen. Um nichts mehr geht es. Der Wettbewerb soll gestartet werden und wir wollen hier nichts vorgeben. Und deswegen verzichten wir auf eine Anhörung im Fachausschuss, weil das bringt uns nicht weiter. Wir machen nicht die App, sondern die Entwickler in Nordrhein-Westfalen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Deshalb schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Piratenfraktion hat direkte Abstimmung beantragt. Zu der kommen wir somit, und zwar über den Inhalt des Antrags Drucksache 8114. Wer stimmt mit Ja? Danke sehr. Wer stimmt mit Nein? Danke sehr. Gibt es Enthaltungen? Damit stelle ich fest, dass der Antrag Drucksache 8114 mit den Stimmen von SPD, CDU, Bündnis 90, die Grünen und FDP-Fraktion gegen die Stimmen der Piratenfraktion abgelehnt worden ist. Ich schließe die Beratung zu Tagesordnungspunkt 4 und rufe auf,